Hi, schön, dass du dabei bist. Wir gucken uns nochmal besondere Arten von Ereignissen an. Dabei soll es heute um zusammengesetzte Ereignisse gehen und in diesem Zusammenhang um die sogenannte Summenregel. Sie gibt uns eine Hilfestellung dafür, wie wir die Wahrscheinlichkeit für ein zusammengesetztes Ereignis berechnen können. Also du weißt hoffentlich bereits, was ein Ereignis ist. Ein Ereignis fasst mehrere verschiedene Ergebnisse von einem Zufallsexperiment zusammen. Nun können diese Ereignisse nochmals zusammengefasst werden zu neuen zusammengesetzten Ereignissen. Wichtig ist dabei, dass man überprüft, ob die ursprünglichen Ereignisse, die man jetzt zu einem neuen zusammensetzen möchte, vielleicht dieselben Ergebnisse enthalten. Das heißt also, man muss untersuchen bei den ursprünglichen Ereignissen, welche Ergebnisse beinhalten sie oder fassen sie zusammen und gibt es ein Ergebnis, was eben mehrfach auftritt. Wenn das nicht der Fall ist, also das musst du immer vorher überprüfen, dann können wir die folgende Aussage für die Wahrscheinlichkeit für das zusammengesetzte Ereignis machen. Jetzt mal bezogen auf ein Ereignis A und ein Ereignis B, die zu einem Ereignis C zusammengesetzt werden. Das bedeutet also, Ereignis C beschreibt, entweder tritt Ereignis A ein oder Ereignis B ein. Es soll jetzt eben der Fall vorliegen, dass Ereignis A und Ereignis B keine Ergebnisse gemeinsam haben. Dann gilt eben, wir können die Wahrscheinlichkeit für das zusammengesetzte Ereignis C bestimmen, indem wir die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A nehmen und dazu addieren die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis B. Ein kurzes Beispiel hierzu. Wir gucken uns noch einmal den Würfelwurf an. Ich habe hier nochmal aufgelistet mit Groß Omega, welche Ergebnisse überhaupt eintreten können. Beim Werfen eines Würfels können wir entweder die Augenzahl 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 erhalten. Wir haben jetzt ein Ereignis A. Das ist so definiert, dass es eine gerade Augenzahl verlangt. Das bedeutet, das Ereignis A fasst die Ergebnisse Augenzahl 2, Augenzahl 4 und Augenzahl 6 zusammen. Das Ereignis B lautet eine Augenzahl, die durch 5 teilbar ist. Genau genommen fasst dieses Ereignis jetzt nicht mehrere Ergebnisse zusammen. Es besteht nämlich nur aus dem Ergebnis Augenzahl 5. Denn, du kannst mal überprüfen, keine der anderen Augenzahlen ist eben durch 5 teilbar. So, wenn wir jetzt diese beiden Ereignisse zu einem neuen verknüpfen wollen, also zusammensetzen wollen, dann ist es wichtig, jetzt erstmal zu überprüfen, ob die beiden ein Ergebnis gemeinsam haben. Wir haben hier die Ergebnisse 2, 4 und 6 und hier das Ergebnis 5. Das heißt also keine gemeinsamen Ergebnisse. Das bedeutet jetzt für unser Ereignis C, das eben aussagt, wir haben entweder eine gerade oder eine durch 5 teilbare Augenzahl. Dieses Ergebnis umfasst dann eben dieses Ereignis umfasst dann die Ergebnisse von Ereignis A und Ereignis B, also 2, 4, 5 und 6. Und wir können eben, weil diese beiden Ereignisse keine gemeinsamen Ergebnisse hatten, können wir eben sagen, dass die Wahrscheinlichkeit von Ereignis C sich zusammensetzt aus der Wahrscheinlichkeit von Ereignis A plus der Wahrscheinlichkeit von Ereignis B. Es gibt auch eine Formel dafür, wie man die Wahrscheinlichkeit von Ereignis C berechnet, falls A und B eben gemeinsame Ergebnisse haben. Das soll dich jetzt aber nicht interessieren. Es geht jetzt erstmal nur um diesen Fall. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest viel aus diesem Video mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Nein, nein.